Oh, hi, willkommen, mein Name ist Andy Röll-P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind immer noch hier den Freedom Trail am Folgen und haben einige Komplikationen hier. Okay, wir rennen jetzt erstmal durch. Oder nicht, wir können uns auch hier durchschleichen. Ach. Ja, da komme ich doch nie im Leben durch. Los, geht mal da um die Ecke, bitte. Ist auf 5R, wo das Ding zeigt, ne? Was? Und gerade Bigo rufen die Tür, was auch immer da ist. Cool. Ich habe immer noch so wenig Munition damit. So, was? Ja, verdammt. Och Mann, geh weg. Och echt? Ging schon wieder auf die Fresse? Wirklich? Echt? Ich kann echt keinen Gegner hier besiegen. Oh mein Gott. Wie soll denn das so noch weitergehen? Das geht da noch bis, weiß ich nicht, Level 40, 50, ne? Ich meine, irgendwelche Skills konnte ich erst ab Level 41 bekommen. Das heißt ja wohl dann, noch bis Level 50 geht. Boah, das heißt, ich werde Probleme kriegen. Was wird da sein? Oh, leck mich doch am. Ein Augegner, was zum Touchdown? Was? Was zum Teufel ist denn da los? Okay, der hieß Selbstmörder, aber trotzdem. Ah. Oh, Gaussgewehre. Boah, Gaussgewehr, das war richtig geil. Ist da was? Hier. Hi, na? Wo ist denn der jetzt? Haben sich alle selbst in der Luft gejagt? Oh Gott, das explodiert. Und das wäre diese legendäre Blade-Fliege. Ich krieg die Krise. Guck sich das mal wieder einer an. Aha. Hör auf, Schaden zu nehmen. Oh, super. Also das ist so eine Kack-Bleefliege und die macht mich natürlich wieder fertig, ey. Und jetzt mal laufen nach links. Das ist da eine Ort, ja. Oh, ey. Kann ich ihn auch irgendwie so zum Explodieren bringen, den Selbstmörder? Der hat irgendwie
glaube, alle aus dem Weg räumen, auch wenn da nur ein oder zwei Leute waren, glaube ich. Runtergefallen. Ach, egal. So. Hi, was geht, ne? Willst du mich auf den Arm nehmen? Was zum Teufel? Alter! Nein, 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 nein! Boah, warum hätte ich ihn davon immer noch getroffen? Ah, warte, ich habe eine Idee. Meine Idee? Die sieht so aus. Oder? Ganze Aufregung wird nichts. Was ist das? So. Er hat überlebt, wunderbar, alles ist gut. Das Leben ist schön. Und hier ist der Freedom Trail. Alter. Meine Splittergranate sogar zurückbekommen. Jetzt noch hier durch. Da ist der Typ mit dem Raketenwerfer. Ich habe keine Lust mehr. Bitte sei jetzt zu Ende. Ich was hören. Oh nee. Langsam habe ich aber auch genug von dem bekämpft. Jetzt mal ganz ehrlich. Oh hier. Wo du dich um die? Ich folge jetzt einfach dem Part. Natürlich ist er mutiert, warum denn auch nicht? Eins R. Der Weg endet direkt bei der Kirche. Eins R. Railroad. Habe ich einen verpasst? Ich glaube schon, ja, ne? Old North Church wurde 1723 erbaut und ist damit die älteste noch erhaltene Kirche in Boston. Knapp 60 Meter hohen Turm ist sie gleich die höchste Kirche Bostons. In der Nacht des 18. April 1775 marschiert Leutnant Lieutenant Colonel Smith mit 700 britischen Soldaten nach Köln um die Blöcke. Er hat mir doch eine noch gesagt. Okay. Okay. Railroad. Ich hoffe, ich muss die jetzt nicht. Autsch. Alle untersuchen. Boah, jetzt nicht echt, oder? Boah, der hat sogar nur so wenig AP. Ach man, echt? Ey, Leute, gibt's doch. Lass mich doch mal einfach in Ruhe. Ja, irgendwo habe ich eine 8 verpasst anscheinend, weil Railroad würde, glaube ich, passen. Boah. Boah, na, warte, wenn ich irgendwann so Imba Ausrüstung habe, ne? Ja, dann mache ich ja alle fertig. So, tschüss. Geht hier rein. Gelesen hat, ist ein Turm. Also, ja, wird das nicht gut ausgehen. Wer da drin sind, Supermutanten. Ich habe die Schnauze voll von denen. Nach 10 Minuten oder so
Ich sowieso hier weg. Suche nach der Railroad. Ja. Warum habe ich diese Mission überhaupt? Was hat ein Dreck hier? Hier Supermutanten rumlaufen. Ja, hier laufen doch bestimmt Supermutanten rum. Das sieht fast genauso aus wie im Museum. Da geht eine Munition auch langsam leer. Boah, echt? Ja, du kommst ja nicht durch. Mann! Mann, verreck! Alter! Ist Killer, ist jede Rüstung, ist der linke Arm. Yay. Oh. Ist Killer. Sogar besser. So, speichern. Ich glaube nicht, dass ich hier den ganzen Part rumhocke. So in den nächsten 10 Minuten oder so wieder zurück nach Sanctuary und so. Also habe ich keinen Bock mehr hier zu sterben. Also bin ich genug irgendwie in 2-3 Parts gestorben. Was ist da bei den Dings? Das wird ein guter Kampf. Komm mal ruhig um den. Ruf. Gezeichnet. Ja, so viel zu, ich benutze nicht oft Spats, ne? Ja, geblieben. Er wollte jetzt wahrscheinlich Verstärkung, ne? Hey, hey, hey. Ich glaube, ich schaffe die Mission hier noch. Wahrscheinlich nicht. Ich gucke, wie meine Strategie funktioniert. Dass ich ihn abschieße und er ihn dann fertig macht. Jetzt. Hallo, so bin ich den ganzen Weg hier gegangen.
Wurm. Das war also falsch. Dreht sich. War nur das, ne? Wie soll ich das jetzt drehen? Halt gleich auf dem Punkt. Geht aber nicht. Kann ja nur raten dann. Könnte dann ja richtig sein. Ah. Fängt also mit R an. Muss wieder von vorne anfangen. Ah. Ich glaube, ich weiß. Rail. Road, ne? Fragt sich nur, ob ich jetzt wieder das gleiche R benutzen darf. Perfekt. Also. Gut, gutes Rätsel. Stehen bleiben. Du hast dir eine Menge Mühe gemacht, dieses Treffen zu arrangieren. Aber bevor wir fortfahren, beantwortest du mir ein paar Fragen. Wer zum Teufel bist du? Ich bin dem Weg der Freiheit gefolgt, um die Railroad zu finden. Ich bin nicht euer Feind. Wenn das wahr ist, hast du nichts zu befürchten. Es ist offensichtlich, dass du nicht zum Institut gehörst. Aber wer hat dir verraten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe in Diamond City ein Gerücht über euch gehört. Verstehe. Okay. Ich bin Desdemona und ich bin die Anführerin der Railroad. Und du, Deacon, wo warst du? Ihr feiert eine Party? Warum bin ich nicht eingeladen? Ich brauche Informationen. Wer ist das? Wow, Sondermeldung, Boss. Der Kerl hier ist da draußen eine ziemlich große Nummer. Echt? Schön, dass das jemandem aufgefallen ist. Weißt du, du bist eine echte Berühmtheit. Du ziehst eine Spur der Zerstörung hinter dir her. Warst an Orten, an die sich niemand, der bei klarem Verstand ist, allein hinwagen würde. Du bist so oft gestorben. Ja, vertrau mir. Wir brauchen einen Verbündeten wie ihn. Das ändert einiges. Also, warum wolltest du dich überhaupt mit uns treffen? Ich habe keine Ahnung. Mein Sohn Sean wurde entführt. Ich brauche Hilfe bei der Suche nach ihm. Jemand hat deinen Sohn entführt? Schrecklich. Weißt du, wer es war? Ich hoffe für dich, dass das Institut damit nichts zu tun hat. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wer ihn entführt hat. Ich hoffe für dich, dass es jemand anderes war. Deacon soll sich drum kümmern. Wenn jemand eine Spur zu deinem Sohn finden kann, dann er. Wenn wir mit dir zusammenarbeiten, müssen wir auf derselben Seite sein. Du weißt, was ein Synth ist, oder? Ja, ich bin bestens über sie informiert. Gut, das Institut bin ein paar begegnet als ihr Eigentum, als Werkzeuge. Rede weiter. Es ist unser Ziel, die Synths von ihrer Knechtschaft zu befreien. Ihnen eine Chance auf ein echtes Leben zu geben. Die entscheidende Frage ist... Ja, es nehmen wir gegen Synths, wollten mich umbringen. ...für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen. Auch wenn es sich dabei um Synths handelt.
Kommt auf die Umstände an. Es gibt da keinen Mittelweg. Würdest du für einen Sünd dein Leben riskieren oder nicht? Könntest du das präziser ausführen? Antworte aus dem Bauch heraus, mit deinem Herzen. Würdest du dich für einen Sünd in Gefahr bringen? Verschoren. Ich habe einmal geschworen, meine Landsleute mit meinem Leben zu verteidigen. Ich sehe da keinen Unterschied. Gut gesagt. Wir tun, was wir können, um deinen vermissten Sohn zu finden. Ja, ich war ja was das Institut deiner Familie und anderen angetan hat, treibt uns an. Normalerweise wärst du genau der Menschenschlag, den wir rekrutieren würden. Aber im Moment fehlt uns die Zeit, neue Agenten auszubilden. Es gibt jedoch andere Möglichkeiten, wie du deinen Beitrag leisten kannst. Und im Gegenzug helfen wir dir. Deacon erklärt es dir genauer. Du kannst jetzt gehen. Okay. Okay, Elvis. Verzeih bitte den Empfang. Wenn man mit dem Institut Tango tanzt, muss man vorsichtig sein, wenn neue Partner das Parkett betreten. Verdammt! Eure Anführerin war einfach nur vorsichtig. Strong euch nicht mögen. Ganz genau. Hat uns aber irgendwie die Chance auf einen guten ersten Eindruck gekostet. Aber jetzt ist alles gut. Ich habe für dich gebürgt, niemand wurde erschossen. Trotzdem wäre ich dir sehr verbunden, wenn du uns nicht an das Institut verrätst. Danke. Keine Angst, ich verrate euer Geheimnis nicht. Das wollte ich hören. Des möchte, dass ich einen Touristen aus dir mache. So nennen wir Leute, die hier und da aushelfen. Was für eine Verschwendung. Ich sage es ganz einfach frei heraus. Die Railroad braucht dich. Oder ich brauche Waffen. Bin ganz Ohr. Ich habe da einen Auftrag. Zu groß für mich, perfekt für uns beide. Du hilfst mir, alle sind begeistert und Des lädt dich in unsere Schar ein. Wenn du dann einmal ein Problem hast und Hilfe brauchst, sind deine Freunde von der Railroad für dich da. Was für ein Job ist das? Aktuell kann ich dir nur sagen, dass es eine wilde und gefährliche Reise werden wird. Das ist für jemanden wie dich aber wohl nichts Besonderes. Gut, oh Mann. Bin ich dabei. Perfekto. Habe ich nicht schon genug Probleme ab? Dort erzähle ich dir genaueres. So, das ist für mich ein Signal, nach Sanctuary zurückzugehen. Glory. Hey. Ich habe gesehen, was du auf dem Weg gemacht hast. Nicht schlecht. Also für einen Menschen. Für einen Menschen? Wie meinst du das? Du bist ein in der Wildnis geborenes Modell 1.0 und dafür nicht schlecht. Nicht in derselben Liga, wie wir sind. Du bist ein Sünd? Aber ist ja nicht dein Fehler. Warte mal, du bist ein Sünd? In voller synthetischer Pracht. Und bevor du fragst, diese ganzen Gerüchte, die es gibt, sind absoluter Müll. Ich bin so echt wie jede andere Frau auch. Der einzige Unterschied ist nur, dass man bei deiner Produktion bestimmt viel mehr Spaß hatte. Das ist gerade ein echt schlechter Zeitpunkt. Wir erholen uns noch von etwas, das ich dir nicht sagen kann. Uns fehlt ein Mann. Und wenn es stimmt, was Deacon über dich erzählt hat, hätte ich dich gerne in unserem Team. Ich bin interessiert. Super. Ich glaube, du passt gut rein. Des hat zwar gesagt, wir hätten keinen Platz, aber sprich mit Deacon. Der hat bestimmt eigene Interessen. Wie immer. Trommler. Hi. Kann es gar nicht erwarten, von hier zu verschwinden. Gruseliger Ort. Okay. Desdemona. Komm wieder her, wenn du dich mit uns treffen musst. Wir erwarten dich dann schon. Wow. Warum? Echt langweiliger Ort hier. So, muss ich wieder hier raus, nehme ich an. Dann wieder raus. Ja, ab nach Sanctuary. Oder Diamond City. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Viel. Kann ich mir vielleicht was Anständiges holen. Ich bin kurz vorm Level Up. Ne, da trägt mich schon wieder so auf. Ich weiß sowieso nicht, was ich aufleveln soll jetzt. Tun wir mal den Rest hier erkunden noch.
Und wir machen draußen ein paar Supermutanten platt. Der war gut, ne? Schon. Hey! Bestimmt noch ja genug Erfahrungspunkte zusammenkratzen können. Hoffe ich. Ich muss schon sagen, wackelst du mit deinen Hintern? Leckerer Ghoul-Hintern. Oh, warte mal, Tatobe. Ey, wahrscheinlich ausgehen. Ich werde die Aufnahme jetzt beenden. Ich habe jetzt bestimmt 3-4 Stunden aufgenommen oder so. Werde ich jetzt erstmal offscreen in Sanctuary wieder einige Änderungen hier vornehmen, würde ich sagen. Und mal gucken. Geh zum Turm. Vielleicht gehen wir noch Diamond City schnell, wenn ich Zeit habe. Ich möchte gerne ein Level Up noch haben. Regt mich schon wieder so auf. Es regt mich auf. Und dann brauche ich mal Materialien, so wie Stahl und alles, weil ich weiß nicht, wo ich da alles herbekommen soll. Wo ich echt immer Sachen irgendwie aus meinem Lager hier rausnehmen und dann verwerten? Bin ich doch ein bisschen doof geregelt. Und ich tue Sanctuary nochmal auf den Kopf stellen. Ah, ausgerechnet jetzt der Ladebildschirm so lang. Warum? Boah, wer weiß, vielleicht laufe ich nächstes Mal mit einer Pause rum, so oft wie ich gestorben bin in dieser Aufnahmesession. Das ist nicht normal. Wir sind auch irgendwie viel zu krassen Sachen irgendwie begegnet. Irgendwas Heftiges wartet hier oben noch, ne? So eine gute Idee, war. Was hat denn da für ein Mann? Oha. Ab nach Diamond City. Ich glaube, wieder ja voll blöde runtergefallen. Ab nach Diamond City. Vielleicht schaffe ich jetzt auch, indem ich ein paar Gegenstände und Waffen so verbessere, noch ein paar Level up, also ein Level up zu bekommen. Mal schauen. Wahrscheinlich sowieso wieder ein paar Betten bauen, weil ich habe ja diesen Obdachlosen da einziehen lassen. Aber gucken, was ich mache. War natürlich keine Mission offscreen. Aber anderes. So, du. Hier ist jedes nur denkbare Gute. Mhm. Klar. Ich schau's mir an. Ausgezeichnet. Ja, du kannst mal ein paar Sachen hier haben. Zum Beispiel die normale 10mm Pistole. Ich hab schon eine bessere, ja. Gehstock. So, Impro Scharfschütze, Impro Gewehr, Repetiergewehr. Aber du hast gar nicht so viel, boah. Was kann ich dir reindrücken? Nix, glaube ich. Oh, ein paar Stimpaks. Nur 11 Stück, okay. Munition könnte ich aber auch gebrauchen.
kaufen wir Stimpaks. Ein paar Redaways vielleicht. Uff. Habe ich nicht irgendwie Zigarettenschachteln und so? Taschenuhren. Okay, Planänderung. Ich möchte nicht so viele Stimpaks haben. Was? Warum? Nein, Mann. Oh. Kann ich auch gleich lassen. Oh, ich brauch's Geld. Machen wir ein paar Redaways. Davon habe ich fast gar keine. So, dann würde ich sagen, ich beende den Button hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge für Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.